So, da wären wir wieder. Wir wollten jetzt hier die Legionäre töten und danach den letzten Rest da oben erledigen. Zack. Wow, ein One-Hit. Sehr schön. Aber irgendwie dachte ich, hier wären mehr gewesen von den Gegnern. Also von diesen Legionären hier. Zumindest noch ein, zwei Schützen. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Ja, Rampage, Cleave, Chop und überhaupt. Wir brauchen nur echt viel mehr Energie. So. Jetzt machen wir auch mal hier die Türen zu, dass nirgendwo irgendwas in den Rücken fallen kann. Und stellen wir uns den Tunneln. Also, was wartet da drin noch auf uns? Mindestens eine Krabbe, mindestens ein roter Pilz, mindestens ein normaler Pilz und mindestens so ein kleiner Rosenkohl. Also diese Giftbolzenschmeißer. Und ja, dann müssen wir gucken, wo die Auslöser dafür waren. Also ich werde einfach schön lauschen, ob ich irgendwo das Knirschen von Stein auf Stein höre. Und sobald wir das hören, gehen wir sofort in diesen Bereich hier zurück. Damit wir hier rückwärts gehen können, bis hier in den 2x2-Raum. Damit wir da genug Platz haben zum Tanzen. So. Kein Knirschen. Ah, hier hätten wir auch Platz. Aber wenn dann zu viele kommen, haben wir ein Problem. Können wir die Tür von hier öffnen? Nein, können wir nicht. Ja, nee, hier in dem Bereich gehe ich nicht rein. Da laufe ich garantiert aus Versehen wieder in so eine Sackgasse. Also, da wollen wir hin. Ich höre knirschen. Ah, okay. So, das ist hier richtig am Drachen vorbei, ja. Na komm. Da runter. Jautsch. Bin ich richtig? Ja, die geschlossene Tür ist ein gutes Zeichen. Und hier ist der 2x2-Raum. Das ging schneller als ich... Oh. Ich wollte gerade sagen, das hier herlaufen ging schneller als ich dachte. Und das Töten von dem Ding auch. Also die neue Fähigkeit macht sich tierisch bezahlt. So, das letzte Fitzelchen an Lebenspunkten noch. Und zeig mir deine Skills. Und das Licht geht aus. Was ich eigentlich gucken wollte. Wir haben noch 17 Punkte, die wir in extra reinsetzen können. Danach könnten wir... Also ich plane mal ein bisschen voraus. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Punkte noch zusammenbekommen. Danach wäre Rüstung am sinnvollsten, oder? Mehr Lebenspunkte. Obwohl, ein Punkt würde ich auf jeden Fall noch in Spellcraft setzen. Denn 10 Energie haben oder nicht haben. Wir haben nämlich nur 70. Das macht schon was aus, denke ich. So, aber das dauert noch eine ganze Weile. Denn 17 Punkte zu bekommen, um Äxte voll zu bekommen, sind mal eben mehr als 4 Level. Ah, wir haben ja noch wie viele Etagen vor uns? 8. So, oh, da ist schon der nächste Gegner. Das ist aber freundlich, dass der uns entgegenkommt. Müssen wir keine Angst haben, flankiert zu werden. Da kann auch keiner herkommen. Hier kann auch keiner herkommen. Das heißt, hier können wir in Ruhe schlafen. Um etwas Glück kommt gleich der nächste uns entgegen. Das wäre natürlich am besten, denn ich habe keine Lust, da drin wieder zu sterben. So. Also da war ein Auslöser. Hier war die Krabbe drin. Ich höre schon mal keine Gegner rumlaufen. Und jetzt muss ich wieder darauf achten, ob irgendwo was knirscht. Jetzt höre ich Gegner. Ah, jetzt sehe ich Gegner. Aber bisher knirscht nirgendwo Stein auf Stein. Das heißt, das ist noch ein alter Gegner. Jetzt höre ich Stein auf Stein. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. So, wir sind beim Drachen. Gut, also wir haben einen roten Pilzkopf und irgendwo ist gerade noch irgendwas rausgekommen. Wir haben keinen roten Pilzkopf mehr und irgendwo ist noch irgendwas rausgekommen. Ich höre dieses Knatschen von den normalen Pilzen. Ja,
Komm her. Ich höre noch mal knatschen. Ah, wo versteckst du dich, du? Willst du bestimmt irgendwo eine Falle legen. Beziehungsweise mich ranlocken, damit ich auf noch eine Druckplatte trete, die man nicht sieht. Und dann noch mehr Gegner kommen. Ich höre jetzt auch kein Knatschen mehr von dem Gegner. Das ist komisch. Also hier kann ich schon mal ungestört... Hier höre ich wieder das Knatschen. Der muss sich in dem unteren Bereich da verkrochen haben. Und ja, das war der. Jetzt ist alles ruhig. Na gut. Hier ist sonst nichts mehr. Hören tue ich auch nichts. Gut. Also, diesen Bereich haben wir bisher abgeklappert. Ich glaube, hier das auch. Das heißt, da sind keine Auslöser gewesen für noch irgendwelche Wände. Da war aber einer. Und da ist der Gegner. Rückzug, Rückzug. Ja, man muss sich echt immer vorher die Wege einigermaßen zurechtlegen, wo man langlaufen will. Was aber auch recht cool ist. Weil sie müssen schon in der Umgebung arbeiten. Rücks. Und die Gegner spawnen ja auch ganz halt nicht so wild einfach um einen herum. Das heißt, man kann auch die Türen schließen und dafür sorgen, dass sie dann dadurch nicht kommen können und so weiter. Das finde ich schon sehr interessant. So, Tür zu. Hier sind auch alle Türen zu. Bis auf das aber, das ist nur eine kleine Kammer. Das heißt, hier können wir jetzt in Ruhe schlafen und dann machen wir nochmal einen kurzen Abstecher in die Gänge. In der Hoffnung, dass wir da hinten jetzt den letzten Gegner gekillt haben. Bis hat die letzte Druckplatte ausgelöst haben, die die Wände öffnet. So, lass uns durch. Wir wollen... Ja, das wollen wir eigentlich. Wir wollen nicht töten. Wir wollen nur wissen, dass hier nichts mehr Wichtiges ist. Also hier drin war die Krabbe von eben. Und da haben wir was ausgelöst. Das war der Kriegshammer, den wollen wir nicht. Eine Feuerbombe ist immer schick. So. Ich höre nichts mehr. Und wir sind jetzt einmal hier überall rumgelaufen und haben insgesamt dreimal Wände geöffnet. Was ganz schön garstig ist. Aber na gut. Das müssen wir noch lösen. Machen wir kurz Licht aus. Licht aus. Und checken hier. Naja, schimmert nichts durch. Aber wir können bestimmt mit den Schaltern spielen. Erstmal Licht wieder an. Zick. So. Du machst das Gitter dazu. Das wollen wir nicht. Du machst den Teleporter an und machst auch hier das Gitter auf. Sehr schön. Essen. Ein Huntsman-Cloak. Den haben wir aber schon. Der kann liegen bleiben. Und Feuerpfeile. Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Also ich hab's noch nicht ausprobiert. Wir haben ja keinen besonders hohen Skill in Fernkampfwaffen. Ehrlich zu sein, haben wir gar keinen Skill in Fernkampfwaffen. Also wie viel Schaden die machen. Na gut, ich nehme es einfach mal im Cursor jetzt so mit. Und deponiere das vor den Türen nach unten. So. Husch. Schlüssel Nummer 1. Schlüssel Nummer 2. So, was sagt die Karte? Wir haben oben die Gänge endlich leer gemacht. Wir haben das Grubenrätsel gelöst. Wir haben auch das Secret in der Nische gefunden. Wir haben da unten noch den Plattenpanzer. An den kommen wir aber leider nicht ran. Was recht ärgerlich ist. Aber das können wir wohl jetzt noch nicht lösen. Stand jedenfalls so in den Kommentaren. Da vertraue ich jetzt einfach mal drauf. Und hier hinten waren diese blauen Krexen. Das hatten wir auch schon gelöst. Das ist eine Markierung. Einsturz, den Drachen brauchen wir nicht mehr. Den blauen Kristall brauchen wir noch. Den Einsturz brauchen wir auch noch. Und hier war der Schnittpunkt von den beiden Drachen. Das kann also auch weg.
Gut, dann könnten wir jetzt eigentlich in die nächste Ebene. Aber ich glaube, ich laufe erstmal wieder hoch und hole unseren ganzen Krimskrams. Und schiebt den Krimskrams. Wenn wir hinterhin schiebt, der wird er wahrscheinlich gleich runtergeschoben. Das will ich auch nicht. Also werfen wir erstmal alles hier hin, was wir nicht unbedingt sofort brauchen. Die Bomben darf ich auf keinen Fall vergessen. Den Dolch benutzen wir auch nicht. Die benutzen wir im Notfall. Noch mehr Bomben. Oh, ich sollte mal alle Bomben auf einmal ablegen. Sonst ist der ganze Boden zugemüllt. Nee, nicht Shift. So. Ganz viele Bomben. Den Schleimball brauchen wir auch nicht direkt. Die Nierstände habe ich schon ganz gern dabei. Das Milkreed benutzen wir nicht. Gegengift benutzen wir eigentlich auch fast nie. Mana-Trank muss nicht echt sein. Essen haben wir eigentlich unterwegs genug gefunden bisher. Ach, das war jetzt Heilkräuter raus. Mörser und Meißel auf. So. Das sieht auch schon ein bisschen schlanker aus. So, wir müssen jetzt dadurch. Und können wir da direkt durch oder war hier irgendwas im Weg? Schaut gut aus. Den touchen wir mal kurz an. Haben wir hier den Faustdolch, den brauchten wir auch nicht. Dann hier rum. Da durch und hier ging es schon irgendwo nach oben. Genau. So. Hier ging es ganz schnell durch. Hier waren ja die vier Unterbereiche. Und das ist eine Zwischenrumpelkammer. Die habe ich ganz vergessen. Die nehmen wir mal so mit. Was haben wir hier? So, das ist nur ein Stück vom Boden. Nee, das können wir nicht mitnehmen. So, was haben wir hier? Lauter Klamotten, die brauchen wir, glaube ich, auch für kein Rätsel. Die Waffen auch nicht. Die Säcke können wir mal mitnehmen. Also der eine Sack war voll mit Pilzen, der andere Sack war leer. Die Kiste war, glaube ich, auch leer. Nee, die war nicht leer. Die kommt auch mit. Die Bomben, Kompass, das kommt auch alles mit. Was ist in der Kiste? Nur Kräuter und eine Schriftrolle. Noch mehr Essen. Ja, das müssen wir unten alles nochmal sortieren. Also, Rüstung und Waffen brauchen wir nicht. Zap, alles da runter. So. Das war das eine Rezept, das wir noch nicht gelöst haben. Den Wurfdolch, der kann auch weg. Kompass brauche ich zwar nicht wirklich, aber ist ein ganz nettes Item. Genau wie die Schätze, die brauche ich ja eigentlich auch nicht mehr. Aber die habe ich doch gerne dabei. Also in unserer Rumpelkammer. Genauso wie die Schädel und die Edelsteine und so weiter. Gut. Noch mehr Pilze. Ja, das sollte dann auch reichen. Licht touchen wir auch nochmal an. Wo wir gerade hier oben sind. War hier oben noch irgendwas? Nö, sehe ich so jetzt nicht. Dann huschen wir einfach mal wieder runter. Und schaffen es wahrscheinlich noch bis zum Ende der Folge alles da unten zu deponieren. Und dann können wir mit der nächsten Folge frisch runter in die nächste Ebene. Das ist auch mal schick. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, was da jetzt kam. Also drittes war das mit den Spinnen, viertes war das mit den vier Unterbereichen, fünftes war eigentlich nichts wirklich Wichtiges. Die Gänge sind ja nicht was Besonderes, es war einfach nur schlecht gespielt. Und was kam danach? Weiß ich echt nicht mehr. Da ist das erst ein paar Wochen her. Na gut. Hier rum, da rum. So, hier ist jetzt unsere neue Rumpelkammer. Auch wenn es nicht wirklich sortiert ist. Die Bomben stapeln wir alle nochmal neu. Och, jetzt sind wir aber ganz schön überladen. So, also in die Kisten packen wir Sachen rein, die wir nicht brauchen.
Also nicht, überhaupt nicht. Die einfach nur da sind, weil ich sie gerne da habe. Wie zum Beispiel Kompass und so weiter. Hm. Kann man Sack in Sack tun? Nein, kann man nicht. Okay. Dann halt raus. Also, Kiste. Unnützes Zeug. Sack voll Essen. Also Sack voll Pilzen, die sind ja noch für was anderes gut, was wir noch nicht rausgefunden haben. Dann machen wir jetzt nochmal einen Sack mit Bomben. Und was noch? Das reicht ja. Also, Zeug, das wir nicht brauchen. Pilze. Bomben. Essen brauchen wir nicht wirklich. Dann machen wir jetzt noch einen Sack mit Kräutern. So. Dich auch noch. Heilkräuter und Bluttropfen. Was ist denn der nächste Sack? Was war hier drin? Ah, noch mehr Kräuter. Und die Formel, die kann da auch gleich mit rein. So, Essen brauchen wir nicht. So, du dahin. Sack mit Kräutern. Eine Formel für den Sack mit Kräutern. Kommt gleich daneben. Das ist Essen brauchen wir nicht. Das ist eine Kiste brauchen wir nicht. Eine Fackel. Nö, brauchen wir auch nicht. Wenn wir irgendwann wieder über ein Fackelrätsel stolpern, dann laufen wir einfach ein Stückchen zurück und fangen die ein oder sammeln die ein. Brauchen wir so viele Flaschen? Nee, nicht direkt. Können also auch hier bei den Kräutern bleiben. Ich hoffe mal, diese Anordnung bleibt einigermaßen bestehen. Ich darf auf keinen Fall hier durchtapseln. So. Das kann dann auch gleich hier bleiben. Den Stab brauchen wir für Licht. Die Steine brauchen wir nicht wirklich. Ich habe die trotzdem gerne dabei. Und die Teile zum Werfen können nicht schaden. So, jetzt haben wir jede Menge Platz. Den Rest ignorieren wir hier. Und hier speichern wir ab, damit wir in der nächsten Folge frisch runtergehen können. So, habe ich jetzt überhaupt Platz, um abzuspeichern? Ja, schaut gut aus. Dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann.